das schicken wir dann mal dahin. Du baust jetzt noch mal ein bisschen Abwehr hier hin. Ein bisschen ist gut. Oh, Gegner. Wo kommen die denn her? Das geht ja so nicht. Was machen die denn hier? Achso. Ha, geil. Gut, wir bauen hier fleißig weiter bei den Kanonenbooten. Die werden wohl unsere beste Waffe sein. Ruhehund. Ist ja schlimm. So. So. Dass das so. Oh, dass das eigentlich so einfach war. Daran habe ich nicht gedacht. Sieht so aus, als hätten sie alle Patrouillen erwischt. Sie haben mich wirklich beeindruckt. Leichter als gedacht. Ja, manchmal sollte man wirklich wissen, was seine Einheiten drauf haben. Es wäre vielleicht immer besser. So, wir haben bis jetzt 32 von den Kanonenbooten. Das heißt, wir könnten mal ein paar Spionageflugzeuge machen. Mir scheint, ich habe sie unterschätzt, Commander. Jo. Jetzt werden sie mit dem Zorn der Eon Bekanntschaft machen. Lieber nicht. Ich hatte heute anderes vor. So, wie sieht es denn eigentlich aus mit meinem Radarsystem? Wie weit reicht das denn? Gucken wir mal unten auf der Karte. Obwohl, brauchen wir gar nicht. Ja, ist ja... Aber okay, ist weit genug eigentlich. Solange es jetzt nicht auf diese Basis geht, dann ist alles gut. Aber das sehe ich ja auch rechtzeitig. So, besiegen Sie den Aeon Commander. So, wir haben jetzt auch alle Patrouillen erwischt, sehe ich gerade. Zerstören Sie die Fabriken der Aeon. Ich denke mal, der Ditus ist hier. Die, wie hat er sich genannt? Ach, keine Ahnung. Verteidigen Sie Station Lima Foxtrot. Das werde ich wohl noch machen. Und die hier schicke ich mal auch ein bisschen auf Patrouille sozusagen. Gucken wir mal, was hier alles so ist an Einheiten. Aber Moment, ich schicke nicht die alleine los. Ich schicke die hier mit. Denn wenn ich die allein losschicke, dann ist hier... geht das nicht gut. Ja, dann durchforsten wir mal die ganze Ecke hier. Sind schon mal ein paar Einheiten, ist ja nicht viel. So, dann gucken wir schon mal hier, ne? Gehen wir schon mal ein bisschen auf Kampfstation sozusagen. Wir sind die Rettung der Galaxie. Empfang unsere Lehre. Nee, heute nicht. Alter, sind das viele Schildkuppeln. Wollen mich verarschen. Wow. Das Teil kann doch gar nicht so lange durchhalten. Okay, ich brauche eindeutig noch mehr Einheiten. Aber jetzt läuft's. Komm schon. Ah, das. Nein, das wird nichts. Verdammt. Ich bräuchte eine Atombombe, um das zu schaffen. Haben wir denn eigentlich neue Einheiten gekriegt? Ja, haben wir, aber die. Na. Bringt mir im Endeffekt auch nicht viel. Gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was geschafft. Jetzt nehmen wir mal die restlichen Bomber und schicken die mal hin und lassen die mal hier drauf losbomben. Satellitenbilder der Aeon-Basis zeigen eine Schwachstelle. Der östliche Teil von Nins Basis wird von Schilden verteidigt. Setzen Sie Bodentruppen ein, um Ihre Stromgeneratoren auszuschalten. Sobald die Schilde unten sind, greifen Sie frontal an. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Aber ich habe schon ein bisschen was erwischt. Oh Mann, das wird noch ein schöner Kampf. Das wird noch eine ganz schöne Weile dauern, das kann ich euch sagen. Gut, dann hören wir jetzt mal auf, die hier zu bauen.
im Endeffekt wird es nicht mehr viel bringen. Man hat ganz viele schwere Panzer. Mit so vielen schweren Panzern können wir auch genug von bei denen hier anrichten. Machen zur Not auch. Kanonenboote kann man weit vor. Ich wette erstmal gerne, dass wir nicht mehr so viel im Minus sind. Der Masse meine ich jetzt. Aber dass das so viel ist, daran kann ich mich gar nicht entsinnen. So, hier wird fleißig gebaut, obwohl das können wir jetzt auch langsam mal wieder abbrechen. Eines können sie gerne noch bauen. War es das aber auch? Die können sie hier hinstellen. Die hier können hier versuchen anzugreifen, weil ich die jetzt. Obwohl, nee. Die kommen jetzt mit zu mir. Das hier ist jetzt, also ich denke mal, das ist gut genug verteidigt jetzt. Wenn nicht, kann ich, glaube ich, noch genug Einheiten dahin schicken. Und jetzt mache ich mich erstmal hier an meine Basis und baue hier, bis der Arzt kommt. Und hoffe, dass ich dann auch mal ein Plus mit der Masse kriege. Die Massefabrikatoren sind nicht das Größte. So, plus 18. Das wird natürlich schon mal eine gute Sache. Dann machen wir jetzt trotzdem noch mal zwei Massefabrikatoren. Kann ja nun nicht schaden. Wir sind ja wirklich gut im Plus. Wir sind ja sogar immer noch im Plus. Nicht schlecht. Immer noch. Hm, wir sind aber lange im Plus. Wie geht das denn? Dann helfen wir jetzt mal hier. Ja, für Plus. Wie geht das denn? Cool. Dann dauert das jetzt gar nicht mehr so lange. Ich glaube, das kam von denen hier. Ach ja, die haben aufgehört zu bauen und deswegen läuft es jetzt auch besser hier. Hätte man sich ja denken können. So, dann hilfst du mal. Brauchen wir denen mal was zum Aufrüsten hier hinten? So, das ist doch auch aufrüstbar, ne? Ah, egal. Geht leider nicht. Ja, plus 18, das ist doch schon mal ganz gut. Wenn wir dann genug Einheiten da haben. Ja, dann können wir die auch konstant weiterbauen. Mittlere Panzer. Och. Die arme Sau. Wurde nicht mitgenommen. So. Dann gucken wir mal. 221 Einheiten haben wir. 500 ist das Limit. Mich hat letztens einer gefragt, der das Spiel auch kennt, wie ich denn die zweite Mission geschafft hätte. Also vorher mal. Habe ich gedacht, wie, warum, was war denn da los? Ja, die Schildkuppeln, die waren viel zu viele, da hatte ich zu wenig, da war es eine Einheitenlimit zu niedrig. Deswegen, ich dachte, Mensch, ja, spielst du ja sowieso, dann guckst du mal, woran das gelegen hat. Und ich würde glatt sagen, bei mir ist da bis jetzt noch kein großes Problem. Oh, das sind doch Schildkuppeln, ey, ist ja alles mit Schildkuppeln voll bestückt. So, wie gehen wir denn da am besten rein? Das heißt, wir müssen einmal nach rechts, dann nach unten am Rand hier entlang, die hier unten absetzen, die Panzer, und dann von hinten reingehen lassen. Sollte möglich sein. Dann machen wir es mal mit denen und schicke ich die mal ganz hier an den Rand. Dann schicke ich die hier unten hin, dann sollen sie nämlich mal hier angreifen und dann geht das auch. Ein paar Panzer könnte ich eigentlich schon hinterher schicken. Jo, mach ich mal. Ich schick mal ein paar Panzer mit. Soll nicht schaden. Moment mal, nur zwei Stück? Ernsthaft? Really? Achso, die sind so groß. Ach du Scheiße. Ich brauche mehr Transporter. Noch einen hier drüben, oder? Oder ist der kaputt? Ach, da ist er doch. So. Jo, los.
los, hopp, 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 beeil dich hier, ich will los. Abfahrt. Mensch. Los, hopp, rein da. Wenn du nicht willst, dann kannst du es auch lassen. Achso, ist ja... Ach so. Quatsch. Wohl doch, das müsste eigentlich gehen, oder? Kann er den aufnehmen? Das wäre geil. Boah, anstatt ich daran mal früher denke, ne? Nein. So, dann fliegt er mal hier drüber. Und setzen wir den Plan gleich mal um. Dann sehen wir, was bei rumkommt. Ich meine, wenn ich jetzt schon wieder eine Stunde aufnehme, dann sind das schon wieder 4 Folgen. Ja. Ich glaube, das Spiel wird ganz schön viele Parts haben. Aber das Spiel macht auch Spaß, deswegen ist das eigentlich egal. Könnte auch fast so ein Dauer-Let's Play werden. So konstant, immer mal wieder. Irgendeine Mission, geht weiter, passt schon. Ich bin auch mal gespannt, wenn wir... Es gibt die... Ich habe ja jetzt hier, beim letzten... Also bei den letzten Aufnahmen habe ich ja gesagt, dass es ja verschiedene Fraktionen gibt und man die auch verschieden... dass man die auch alle spielen kann. Da frage ich mich echt langsam, wie das ist, wie das dann mit den Ansichten ist. Weil man spielt ja jetzt in dem Begriff Cybrin und Aeon müssen weg. Der Weg muss unter allen Menschen verbreitet werden. Schnauze. Mensch. Schicke ich die mal wieder hinten hin. Und schicke die dann wieder nach links. Das heißt, ich könnte hier unten schon mal meine... Also viele Einheiten sammeln. So, jetzt schicke ich die wieder hier hinten hin. Hier ist wieder ein Kanonenboot fertig. Oh, was geht denn hier los? Oh. Die wollen doch wohl nicht mich angreifen, oder? Wir wollen jetzt noch rechts. Wenn dem nicht so ist, habe ich ein Problem. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal wieder hier unten drauf. Ja, wir müssen jetzt alle schon drauf in dieser. So, ich hätte aber auch viel schon Generatoren gemacht, ey. Feuer frei! Fuck, du hast auch Kanonenboote. Dammit. Und eine Artilleriestellung anscheinend auch. Okay, da muss ich einem noch einiges für machen, dass das alles so funktioniert, wie ich das will. Oh Mann, das wird ein recht schwieriges Unterfangen. Aber es läuft eigentlich ganz gut. So, also meine mittleren Panzer hauen ganz schön rein. Mal ein bisschen vor, das schaffen sie zwar nicht mehr, aber die haben ordentlich Schaden angerichtet. Ich hoffe, dass jetzt hier hinten nicht gleich ein böser Patzer dann passiert. Das war, dass ich dann fertig gemacht werde. So, die haben ordentlich was weggefetzt. Das finde ich gut. Muss ich gucken, wie soll man das machen? Ich glaube, da muss ich am besten ganz viele Bomber machen und die dann zusammen reinschicken. Das ist auch blöd. Blöd ist das, blöd. Machen wir noch ein paar mobile Raketenwerfer. Hm.
nicht ernsthaft auf dem Weg zu mir, oder? Oh, das ist blöd. Tschüss. Tschüss. Kaputt, 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 kaputt. Nein! So, damit wäre diese kleine minimale Stellung auch kaputt. Aber die wollen mich echt hier oben dann fertig machen.